Nach 11 Stunden Flug sind wir in unserem Hotel eingecheckt auf Sansibar. Da ist es Schildchen. Wir sind im Rio Hotel Resorts und das Zimmer, das ist schon mal total schön. Und wir haben schon mal einen Rundgang am Strand gemacht. Das ist echt ein Traum. Aber ich zeig's euch mal. Wir haben auch schon heute gleich die ersten Ausflüge gebucht und also uns interessiert natürlich unwahrscheinlich Stone Town, ja, und die Gewürzinsel oder die Gewürzfarm und natürlich auch, was haben wir denn noch gebucht? Wir haben einiges gebucht, also es ist wirklich, Nungwi ist gebucht und ja, eine Bootsfahrt und ach, was weiß ich, was wir alles uns anschauen werden. Und ich hoffe, das wird ein wunderschöner Urlaub. Kann nur schön werden. Also vom Wetter her ist es top. Und die Landschaft, also wenn man vom Balkon runter guckt, ist einfach nur ein Traum. Okay, ich spanne euch mal nicht länger auf die Folter. Wir drehen mal eine Runde. Und bevor es losgeht, gönne ich mir noch Latte Macchiato und ich nehme euch mit auf diese Reise. Also, ich bin mal dran. Aber doch, da gibt es nur oder? Das ist schön.
Langsam, langsam. Mwendo tuweze kutembea, lazima nifanye hivyo. Pole pole, dann kannst du viel tun hier. Das hier. So, keine Angst hier. So, machen. Schon, da. Komm schon jetzt hier. Die haben richtige Zähne. Ja, die quatschen, aber sie sind sehr spitze. Ja, wir haben gesagt, wir machen ein bisschen mal die 25 Kilo. Und dann machen wir so einen Buch. Jumbo, 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 Kleine Wirbelwind, die Anastasia hat uns den ganzen Abend begleitet und natürlich auch Getränke serviert. Und am nächsten Tag fahren wir auf die Gewürzinsel. Your name is? Oman. Oman? Yes. This is Kokosnuss? Yes, Kokosnuss. Cool. Die trinke ich jetzt. Noch nie getrunken. Bamche! Bamche! Das ist gut. Das ist gut, ja? Ja, das ist gut. Okay. Hakuna Matata, oder? Schmeckt dir die gut? Ja, lecker.
cool. He's going quicker. Lipa, tunachukua muda wa miezi mitatu, minne, mitano. Pesa inachangwa mwanangu inatiwa kisandukuni. Tunagawa, tunapata siku nyingine pengine ya laki moja moja. Miezi minne mitano ishapita hiyo ya laki moja na Macata. Jumbo. Brille findet sofort gleich eine ganz andere Bedeutung, denn die Kinder haben meine Brille förmlich geliebt. Also in der Schule, meine Brille ist total stumpf, 1000 Fettflecke. Die Kinder haben sich sowas von gefreut über die Geschenke. Und natürlich haben wir auch noch in die Kasse für die Schule Geld gespendet, weil das muss sein, weil das Volk wirklich so arm ist. Und das war echt ein schönes Erlebnis, diese Kinder so fröhlich zu sehen. Also wir sind jetzt hier am Strand. Und überall stehen solche Hütten, ich will mal hin. Lauter solche Stände. Eins schöner als das andere, aber trotzdem überall das Gleiche. Bilder, Schmuck, wie auch immer. Aber trotzdem cool.